Reibung. Oh, Tom Thomas, deine Tür quietscht ja fürchterlich. Ja, und sie lässt sich auch so schwer öffnen. Oh, das liegt daran, dass deine Türangeln scheuern. Deswegen geht deine Tür nicht richtig auf. Kann man's reparieren? Verringere einfach die Reibung. Wie? Schmiere die Türscharniere. Ich kann's für dich machen, weil ich ein Packomat habe. Okay. Simka, darf ich helfen? Aber klar, zieh den Packomat an, okay? Reibung ist die Kraft, die zwischen zwei sich berührenden Körpern wirkt, wenn sie sich gegeneinander bewegen. Reibung kann Dinge schnell abnutzen, wenn viel Reibung besteht. Will man weniger Reibung, muss man etwas zwischen die Teile tun, die gegeneinander reiben, zum Beispiel Öl. Es gibt verschiedene Schmiermittel, die Uhren und Räder reibungslos halten. Und wusstet ihr, dass für Skier ein Spezialwachs eingesetzt wird, um sie noch schneller zu machen? Das wär's, jetzt die obere Angel. Alles fertig. Komm, probier mal, wie die Tür funktioniert. Sie quietscht nicht mehr. Sag ich doch. Ihr seid echt die Besten. Ich muss gehen. Wohin? Ich gehe Schlitten fahren. Ach, nimm mich doch bitte mit. Geht nicht, Nolik. Du hast keinen eigenen Schlitten. Wir sehen uns später. Hey, Simka, soll ich den Teller einölen? Wozu denn? Er wird den Hang auch ohne Einölen runterrutschen. Ah, in Ordnung. Warte hier auf mich, Nolik. Ich bin gleich zurück mit einer Überraschung für dich. Ja, Öl ist rutschig. Ich habe da eine gute Idee. Wow, absolut reibungslos. Nolik? Alles in Ordnung? Bleib bitte, wo du bist. Ich bin gleich da. Oh! 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 Papus! Papus, hilf uns bitte! Wer braucht Hilfe? Bin schon unterwegs. Hey, was treibt ihr denn da? Hä? Was sagst du da? Bleib, wo du bist! Was ist hier passiert? Ich habe etwas Öl auf den Tisch gekippt. Aber wieso denn? Um Reibung zu verringern. Super Idee. Keiner bewegt sich. Ich weiß genau, was zu tun ist. Was habt ihr denn für ein Problem mit der Reibung? Ich will, dass dieses ganze Öl in 5 Minuten verschwindet. Ingenieure kämpfen täglich gegen die Reibkraft. Ihr Ziel ist weniger Reibung, damit Autos schneller fahren können und deren Teile nicht so schnell abgenutzt werden. Aber stellt euch vor, wie die Welt aussehen würde, wenn es plötzlich keine Reibkraft mehr gäbe. Tja! Alles würde uns aus den Händen rutschen und vom Tisch fallen. Knoten würden sich entknoten. Und das ist noch nicht alles. Auch Autos könnten ohne Reibung nicht fahren. Reifen würden durchdrehen und unfähig sein, auf der Straße haften zu können. Wir würden nicht einmal gehen können. Denn wenn wir laufen, bewegen wir uns, indem wir uns vom Boden abdrücken. Doch wie würden wir es ohne Reibkraft machen? Es ginge nicht. Ihr könnt also sehen, dass ein wenig Reibung in unserem Leben keine schlechte Idee ist. Puh, alles sauber. Aber es stinkt immer noch. Nolik, das hätte ich ja fast vergessen. Ich hab dir ein Geschenk versprochen. Guck, was ist es? Ich hab dir einen Tellerschlitten gemacht, nur für dich. Oh, wie toll! Nur, was nützt der Schlitten ohne Schnee? Nolik, hey, guck mal, was ich für dich habe. Schnee? Ja. Ist das echter Schnee? Ja, jetzt hast du einen ganz eigenen Berg zum Rodeln. Das ist spitze! So eine tolle Überraschung!
Jetzt kannst du auch ohne Öl runterrutschen. Das Aquarium. Die Luft ist rein. Die Menschen sind weg. Kommt mit, mir nach. Marcia, warum sind die Fische so müde? Weil sie nicht genug Luft zum Atmen haben. Das Wasser ist schmutzig. Es muss gesäubert und mit frischer Luft versorgt werden. Aber der Filter funktioniert nicht. Der Filter? Ja, das Gerät da vorne. Diese Fische brauchen unsere Hilfe, sofort, sonst könnten sie sterben. Stimmt. Ich repariere das Licht, während du und Marcia dahin geht und dir einen Blick auf den Filter werft. Aber ich will mit und den Filter auch sehen. Dafür bist du leider noch zu klein. Oh, 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 und du bist ein Riese, ich mal 2 Meter groß, wie? Hört auf, euch zu streiten. Nolik, gehen wir. Gut, prüfen wir nach. Es geht nicht. Nolik, wo bist du? Ich bin hier oben. Was machst du denn da oben? Ach, nichts. Ich halte mich fest. Dafür ist jetzt keine Zeit. Komm runter. Wir müssen den Schalter reparieren. Marcia, was stimmt denn mit dem Filter nicht? Nun, scheinbar hat sich drinnen irgendwas verfangen und dadurch kann der Motor sich nicht drehen. Ein Filter sorgt für die Reinheit des Wassers im Aquarium. Im Filter dreht ein Motor die Paddel und pumpt Wasser durch ein feines Netz oder einen Schwamm. Dort wird der Schmutz im Wasser eingefangen und das gesäuberte Wasser wird zurück ins Aquarium befördert. Viele Filter säubern nicht nur das Wasser, sie führen ihm auch Luft hinzu, damit mehr Sauerstoff im Wasser vorhanden sein wird. Seht mal, obwohl Fische ihr Leben im Wasser verbringen, brauchen sie Sauerstoff, so wie wir alle. Unter Wasser atmen zu können. Versucht ein leeres, umgestülptes Glas unter Wasser zu tauchen. Dann werdet ihr sehen, dass etwas Luft drinnen bleibt. Die Tauchglocke, welche vor langer Zeit erfunden wurde, arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Eine leere Glocke wurde ins Wasser hinabgelassen und etwas Luft blieb drinnen, damit der Taucher atmen konnte. Und vor etwa 200 Jahren wurden die ersten Schwimmanzüge erfunden. Der Taucher erhielt Luft aus einem Schlauch. Dieser erlaubte ihm, eine lange Zeit unter Wasser bleiben zu können. Und er konnte sogar auf dem Grund gehen, jedoch nicht allzu weit. Mit der Zeit lernten Leute, eine Menge Luft in Behälter zu pressen. So kam das Gerätetauchen zutage. Gerätetaucher atmen die in den Tauchflaschen gespeicherte Luft, damit sie frei umhertauchen und bis zu einer Tiefe von 300 Metern gelangen können. Sehr schön gemacht. Das Licht ist an und der Filter funktioniert. Und die Fische sind so aufgeregt. Diese Fische ähneln eher Bestien. Gott sei Dank sind sie hinter Glas. Papus! Haltet aus! Wir werden euch gleich retten. Und ich habe nicht mal meinen Packomat. Schau, wie sie ihre Zähne fletschen. Und sie sehen so hungrig aus. Hast recht, hungrig. Nolik, komm mit. Unglaublich! Diese Fische, die sind so undankbar. Wir reparieren denen ihren Filter und zum Dank wollen die uns einfach fressen. Und ich war es, der euch gerettet hat.
Ich habe auch alles beobachtet. Wow! Oh nein. Wartet. Sollten wir ihn vielleicht mit Fressen ablenken? Solange du nicht denkst, dass ich hier das Fressen bin. Die Lupe. Fall Nummer 1. Beginnen wir. Oh ja, hier sehe ich ein Beweisstück. Die Fingerabdrücke des Verbrechers. Damit wird er nicht durchkommen. Warum denkst du, sieht sie uns einfach an, statt uns zu jagen? Oh, vielleicht sieht sie uns nicht und wir sind unsichtbar. Und wieso kann ich dich dann sehen? Simka, Nolik, passt auf. Zerstört die Spuren nicht. Was denn für Spuren? Wessen Spuren sind das? Shh, ich muss ein Verbrechen aufklären. Ein Verbrechen? Was für eins? Jemand stahl den Flügel dieses Flugzeuges, aber ich bin ihm auf der Spur. Seht euch den Fingerabdruck an. Ich sehe ihn. Ja, und? Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Also, wenn man Fingerabdrücke findet, hat man eine gute Chance, den zu finden, der sie gemacht hat. Cool. Man weiß schon lange, dass jeder Mensch seinen eigenen einzigartigen Fingerabdruck hat. Es ist wahr. Jeder Fingerabdruck ist anders und das hilft der Polizei, Verbrecher zu fangen. Zuerst finden sie die Fingerabdrücke am Tatort. Dann vergleicht die Polizei sie mit den Fingerabdrücken von jemandem, der das Verbrechen begangen haben könnte. Stimmen sie überein, so haben sie den Täter gefunden. Diese Methode nennt man Daktyloskopie. Abgesehen vom Ausmachen von Verbrechern können Fingerabdrücke auch genutzt werden, um Schlüssel zu ersetzen. Drückt man mit dem Finger auf ein spezielles elektronisches Schloss, erkennt es den Fingerabdruck und sagt, treten Sie ein. Übrigens, anders als Menschen hinterlassen wir Fixies keine Fingerabdrücke. Deswegen kann uns nicht mal die Polizei finden. Nun lassen wir einen Hund nach dem Verbrecher schnüffeln. Kaubacke, schnüffle, finde die Spur. Los! Hey, was ist los? Kaubacke ist kaputt. Dann reparieren wir sie ganz fix. Wie? Sie ist doch kein Staubsauger. Sie ist ein lebendiger Hund. Fixies reparieren alles. Stimmt nicht. Fast alles. Das Erste, was wir tun müssen, ist eine Inspektion. Mal sehen. Ihre Augen sehen sehr gesund aus. Gut, der Schwanz ist noch dran. Ohren sauber? Ja. Die Zunge rosarot. Tom Thomas, stell sie auf alle vier Füße. Nein, Pfoten meine ich. Aha. Komm schon. Na lauf. Jetzt verstehe ich. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Es ist ihre rechte Pfote. Aber ich sehe nicht, was fehlt. Ich frage mich, ob vielleicht etwas im Inneren gebrochen ist. Wartet. Vielleicht steckt irgendwo etwas Kleines in ihrer Pfote fest. Tom Thomas, hol deine Lupe. Hier. Um ein kleines Objekt zu untersuchen, braucht man eine Lupe. Eine Lupe ist ein besonderes Glas, das in der Mitte dicker ist als an den Seiten. Es biegt das Licht, das durchfließt. Wenn man diese Linse vor die Augen und dann vor etwas Kleines hält, sieht es so aus, als ob es größer geworden ist. Setzt man zwei Linsen in einen Rahmen, hat man eine Brille. Und wenn man einen Griff an die Linse baut, hat man eine Lupe. Ist was. Ein Splitter. Das ist Glas, glaube ich. Sieht so aus. Ah, du hast recht. Gestern brannte eine Glühbirne im Flur durch. Ich nehme an, dass nicht jeder Splitter weggefegt wurde. Kaubacke, wie geht's? Jetzt geht's dir besser. Anscheinend haben wir sie repariert. Tidisch! Sie ist repariert und läuft wieder. Oh, vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Undankbarer Hund. Simka, Nolik, da ist er. Der verlorene Flügel. Ja, das ist toll. Aber du musst noch herausfinden, wer ihn unter dem Bett versteckt hat. Ja, du musst noch die Fingerabdrücke abgleichen. Die Fingerabdrücke auf dem Flügel sind die gleichen wie die auf dem Flugzeug. Aber wem gehören sie? Hast du deine eigenen angesehen?
Die Fingerabdrücke sind alle meine. Also nehme ich an, es war meine eigene Schuld. Ich hatte ihn nur irgendwie verloren. Ha! Also stellt sich heraus, dass du der Verbrecher warst? Hurra! Das Verbrechen ist aufgedeckt! Und du, Tumtumis, bist der Verbrecher! Streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind,